Guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend. Willkommen Leute zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und heute gibt es mal ein kleines Laber-Video so insgesamt, weil ich einfach mal so über meine Situation reden wollte. Ja, was soll ich sagen? Ich habe in letzter Zeit wirklich sehr viele Nachrichten gelesen und auf Facebook kriegt man ja, wie viele von euch vielleicht auch, kriegt ja so den Newsfeed und den liest man ja so durch und dann scrollt man ja so rum. Und dann denkt man sich so, viele Sachen auf YouTube sind einfach so bescheuert geworden in letzter Zeit. Conchoffel hat gestern ein Video hochgeladen, wo er seine Likes ausschaltet, weil er mehr Kommentare haben möchte. Dann hat ApoRed ein Video hochgeladen, wo es darum ging, dass er darüber erzählt, wie sein neuer Track ist. Und da dachte ich mir erstmal, ja, genau, pure Leere. Absolut pure Leere. Und dann wird mir an der Seite immer was vorgeschlagen. Aktuell gucke ich relativ viele Dokumentationen und dann wird mir rechts immer so vorgeschlagen, Miguel Pablo, Sneaker Opening, hier, dies, das. Als ich angefangen habe, YouTube zu gucken, war das so, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, YouTube war was Besonderes und jetzt irgendwie, keine Ahnung, es ist so wie für mich, wie Nachrichten gucken. Nachrichten gucke ich aktuell gar nicht mehr, weil dann wird immer was vorgelesen. Sehr geehrte Damen und Herren, heute sind wieder 13 Tote in Syrien zu vermelden, genauso wie bei 9 Anschlägen in Bagdad sind 25 Menschen schwer verletzt worden und 34 Menschen gestorben. Die Welt besteht nur noch daraus, dass irgendwas berichtet wird, was sensationsgeil ist. Also es geht gar nicht mehr darum, dass irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Gutes berichtet wird. Also es ist immer so, keine Ahnung, sowas wie die Einhornschokolade von Rittersport zum Beispiel. Das ist was Gutes. Das sind Fakten. Das sind Sachen, die uns interessieren sollten. Nicht irgendwie, keine Ahnung, hier Tote, da Tote, Sneaker Opening, keine Ahnung. Irgendwie die ganze Welt besteht nur noch aus Yeezys, habe ich das Gefühl. Keiner beschäftigt sich mehr mit den Inhalten. Die Leute denken gar nicht mehr darüber nach, was sie da gucken. Und dann wird darüber, keine Ahnung, ich will mich ja darüber nicht beschweren, weil ich bin ja ein Teil dieser Community, ein bisschen mehr oder weniger, deswegen habe ich weniger Videos gemacht, aber das ist jetzt auch nicht irgendwie geskriptet. Das ist auch nicht geskriptet, dieses Video, sondern es ist im Endeffekt eigentlich nur so mal ein bisschen darüber zu reden, wie ich diese ganze Sache in letzter Zeit so empfunden habe. Irgendwie auch Leute, ich habe das Video von Somas vor ein paar Tagen gesehen, ich glaube, es war vor einer Woche oder so. Da hat er ein Video dazu hochgeladen, dass er nichts anderes mehr bringen kann außer FIFA. Hä? Die Leute können nur noch bei ihm FIFA gucken, weil sie es nur das sehen wollen. Und sobald er was anderes macht, wird es gedisliked mehr als zuvor. Oder beispielsweise bei Varion, der macht mega krasse Videos, absolut, könnt ihr auf jeden Fall mal abchecken, habe ich mal unten verlinkt. Völlig Wurst, Alex natürlich auch, hier ne, so Werbung und Cross, wisst ihr Bescheid. Werden diese Videos von denen gedisliked, weil die jetzt aus einem bestimmten Clan raus sind? Na klar, also man kann jetzt natürlich sagen, das ist die Plattform, jeder hat ein Recht dazu, irgendwie zu disliken und so weiter. Aber Jungs, jetzt stellt euch mal vor, diese Anonymität wäre jetzt nicht mehr da auf YouTube. Auf einmal würden keine Leute mehr Dislikes geben, weil alle Angst davor haben, was andere Leute denken. Das ist genauso wie auf Facebook, da sieht man ja, der und der hat das Video geliked oder disliked. Da gibt es ja auch nicht mehr diese Funktion. Klar, man hätte manchmal gerne eine Dislike-Funktion, wenn es um Pietro und Sarah Lombardi geht und der eine macht ein Video, weil er Herzschmerz hat. Wenn die ganze Welt nur noch aus Pietro und Sarah Lombardis besteht, dann gehe ich echt kotzen, Jungs. Echt, dann gehe ich echt kotzen. Und genau aus diesem Grund kann ich irgendwie aktuell keine Videos machen. Ich klicke irgendwie da durch und denke mir so, nee, mein Content wird nicht geklickt. Beziehungsweise mein Content ist auch nicht gut genug, also ich finde meinen Content nicht als gut genug, um geklickt zu werden. Soweit ist schon gekommen, dass man sich sagt, okay, warte mal, das, was ich hier mache, hat irgendwie gar keinen Sinn oder die Leute interessiert das nicht oder ich möchte es einfach gar nicht, weil ich irgendwie, keine Ahnung, ich bin irgendwie anders. Das ist ja auch gut so, das soll ja jeder sein, deswegen ist auch dieses Video so ein bisschen ernster und deswegen rede ich auch vielleicht so ein bisschen in Rage, aber jeder sollte auf das machen, worauf er Bock hat und er sollte auf jeden Fall sich darum kümmern und das verfolgen, was er möchte. Diese Plattform ist irgendwie aktuell irgendwie so völlig verwirrt, habe ich das Gefühl. Das ist ja schon eine ganze Weile so, aber wenn ich jetzt mal 5 Jahre zuvor zurückdenke, also es sind nicht nur die YouTuber, sondern auch YouTube an sich, also die Algorithmen, die das mit den Trends und so weiter, es gibt nur noch irgendwas, ey, irgendwelche Scheiße in den Trends. Keine Ahnung, damals habe ich noch irgendwie Naruto und so einen Kack geguckt. Ja, wenn ich heute Mittag im TV irgendwas einschalte, dann ist da nur noch Mitten im Leben oder irgendwie
Barbara Sarisch, das gab es bei uns früher auch, keine Frage, aber es gab auch noch andere Sachen wie Animes und so weiter. Ich weiß nicht, schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr das anders seht, was ihr zum Beispiel aktuell guckt. Ich zum Beispiel gucke kein Fernsehen mehr. Ich gucke einfach kein Fernsehen mehr. Und dann ist YouTube natürlich eine Auswahlplattform oder eine Ausweichplattform, wo ich Videos gucken möchte. Ja, und wenn das dann eben teilweise richtig scheiße ist, aber man muss dazu sagen, es gibt auch natürlich eine gute Seite. Und die will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Die gute Seite an der ganzen Geschichte ist, dass es Leute gibt, die dann darüber Videos machen, wie andere Leute Scheißvideos machen. Beispielsweise Haider oder so. Haider Hated oder sowas. Also dann, wenn irgendwie Apo Red irgendwie so einen witzigen Klavierprank macht, weil er meint, er könnte Klavier spielen und das sei ach so witzig, wenn man dann Leon Mascher so Wasser ins Gesicht tropft, damit es aussieht wie Wein, weil das ja überhaupt nicht gestellt ist. Oder wir machen wieder Beef auf YouTube. Keine Ahnung, sind die Leute einfach so blöd oder... Also, keine Ahnung, ich habe manchmal das Gefühl irgendwie, die wollen verarscht werden. Ich weiß nicht, geht das nur mir so? Also, sitzt dann irgendwie, keine Ahnung, Caitlin 14 auf dem Sofa, macht mit ihren pinken Locken was, guckt ein XYZ-YouTuber, ich will jetzt hier keine Namen nennen, ihr wisst, wen ich meine, ne? Hat rot im Namen und so, ne? Der hat ja seine Berechtigung, der ist auch erfolgreich, aber keine Ahnung, die Leute gucken das und nehmen das so hin. Weißt du, das ist so das Schlimme, was ich daran so sehe. Das ist, dass Leute die Videos gucken und die nehmen das einfach hin. Also, keine Ahnung, das, was gesagt wird, wird dann sofort als die Wahrheit genommen. Und das ist eigentlich die Botschaft, die ich eigentlich hiermit auf den Weg geben will, ist eigentlich, dass man darüber mal nachdenken sollte, was die Leute einem vermitteln. Streckt euren Grips mal an, guckt mal über den Tellerrand hinaus und denkt mal darüber nach, was die Leute euch da sagen und das nicht sofort als Wahrheit nehmt. Denn das ist das Wichtige an dieser ganzen Geschichte, dass dieser Entwicklungsprozess irgendwann auch mal gestoppt werden sollte, dass es nur noch das, was gesagt wird von einem mit, weiß ich was, sozialer Reichweite, als die Wahrheit wahrgenommen wird. Das kann einfach nicht sein. Und das ist so meine Bitte und meine Botschaft für dieses Video.